Der Donnerstagabend im Tirolberg stand ganz im Zeichen von Gold, Silber und Lila. Tirolberg-Partner Milka lud zur Valentinsparty, bei der vor allem die großen Gewinnerinnen des Riesenslaloms gefeiert wurden. Die frisch gebackene Weltmeisterin Tessa Worley machte sich mit der Goldmedaille ihr ganz persönliches Valentinsgeschenk. It's a great gift and I will remember this Valentine's Day for a long, long time and it's just an incredible day. Tina Maase holte unter Tag Silber und freute sich damit über ihre dritte Medaille bei der WM in Schladming. The feeling is great, it can get better, but I'm doing an incredible job this season and I'm skiing so fast, so I'm really happy about my performances and my season. I don't think it can get any better though, but still I would like to show my skiing. Michaela Kirchgasser, die beim Riesentorlauf unglücklich ausgeschieden war, zollte ihren Milka-Teamkolleginnen Respekt. Ja, sie sind super gefahren, speziell die Destiny hat sie da zweimal mehr als wie souverän runtergehauen über den Hang und ich glaube, sie hat sich weltmeisterlich verdient. Höhepunkt des Abends war zweifelsohne der Auftritt von Tina Maase auf der Tirolbergbühne. Die Skistars reflektierten am Abend auch über die wohl zarteste Versuchung bei dieser WM. I think ladies need to be tender and that's what the nicest thing. Of course you need to fight on the slope as a tiger and then just be yourself and be a lady and be tender. Das war eigentlich bis jetzt dato die Medaillenübergabe, also das war die zarteste Versuchung. Bei jedem Milka-Termin die Schokolade, die überall rumliegt. Zum Abschluss des Abends entsandten die Skigirls noch herzliche Valentinsgrüße in die Welt. I wish you happy Valentine's. Ich wünsche allen zu Hause einen schönen Valentinstag und einen schönen Abend im Kreise eurer Liebsten. Ganz liebe Grüße an alle meine Lieben zu Hause. Bald bin ich wieder da. I wish you all a great Valentine's Day and all my love.